Hallo und herzlich willkommen zu Armored Warfare. Und ihr seht, ja, es ist wieder eine PvE-Mission. Da halte ich jetzt auch dran fest. PvE habe ich eigentlich gar nicht so viel gespielt und darauf habe ich auch wieder einfach mehr Bock. Dementsprechend schauen wir mal, was hier so PvE-mäßig abgehen kann. Und da habe ich einen der Wolfpanzer mehr ausgeguckt für euch. In dem Fall den BMD-2. Oh, es tut mir ganz, ganz fett, sorry. Und dann kann ich ja ein bisschen meinen Spaß haben. Naja, wenn es halt da nicht geht, nehme ich halt eine Rakete mit für dich. T90. Gar kein Problem. Okay, kein Durchschlag. Warum auch? Gib mir den nächsten, gib mir den nächsten. Identifizieren. Laden, Rakete. Na also, da klappt's noch mit der Rakete. Ladeschütze, Treibspiegel. Oh. Muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht hier beschossen werde. Oh, auf den kann, auf Stingray. Da kann ich super drauf wirken. Ideal, weg mit dir. Wir laden wieder die Rakete. Yep. Auch mit dir. Weg ist er. Macht schon Spaß, so ein schnelles Ding. So. Immer schön drauf. Jetzt erstmal ein bisschen aufpassen. Oh, ich komme nicht runter. So. Und jetzt hier mal mit dem Reparaturset ein bisschen Munition wieder zurückgeholt und natürlich auch Hitpoints. Weil so aggressiv wie ich den hier spiele, endet es sonst damit, dass ich noch zerstört werde. Und das will ich eigentlich nicht. So. Damage, 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 Damage. Yep. Damage, 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 Damage. Laden, Treibspiegel. Laden, Treibspiegel. La klar. Komm schon, lade, lade, lade. Ladeschütze, Treibspiegel. So. Also bisher läuft's fein. Kann man nicht anders sagen. Aber es macht natürlich auch mit 60 km/h schon Spaß, da einfach mal so ein bisschen hinweg zu düsen. Und einfach nur mal den Schaden zum Gegner zu tragen. Und da ist es am Ende wieder das, was es eigentlich sein soll. Ein Spiel, das Spaß macht, nicht so wie es mich im PvP, wo es mich da frustet, sondern da bringt es einfach wirklich Spaß. Da ist es ein Spiel, so wie es sein soll. So, und jetzt die Waffenfabrik besetzen. Das heißt, mit vollem Karacho Richtung Gegner. Also optisch ein schönes Ding. Wie gesagt, ich glaube, an der Grafik gab es noch nie was zu mäkeln. Da muss man den Jungs von Armored Warfare nicht sagen, wie sie das machen sollen. Das kriegen sie super immerhin. Laden,
Ja. Laden, Treibspiegel. Macht euch auf Feinde, ah. Ladespitze, Rakete. Yep. Hat's mit der Rakete doch gut funktioniert. Komm, eine hätte ich gern noch. Nee. Komm schon, lade, lade, lade. Nein! Oh, so ein Challenger. Natürlich ein perfektes Ziel für eine Rakete eigentlich. Haltet die Fabrik. Na, außer Modultreffer geht da nichts weg. Ladespitze, Treibspiegel. Wir laden nach. Wo ist denn der BMD? Der BMP in dem Fall. Muss mich hier ganz schnell ganz weit zurückziehen. Und da bin ich leider zerstört. Habe auch kein Ding mehr dabei, was mich zurück ins Spiel bringt. Jetzt schauen wir mal, was so das Team noch ausreizen kann. Dafür ist die PvP-Munition gut, beziehungsweise der Verbrauchsgut, was einen wieder ins Spiel zurückholt. Vielleicht sogar mit dem Panzer, was man so aggressiv spielt wie ich. Aber es hat einfach Spaß gemacht und das ist doch der Punkt. Ich habe wirklich, bin auf meine Kosten gekommen, so wie es sein soll. Jetzt schauen wir mal, ob das Team das noch hoffentlich nach Hause bringt. Da hinten noch eine Arti, zwei Stück sogar. User joined your channel. Das war übrigens mein TS. Also nicht wundern, wenn ihr euch denkt, hoppala, da muss ich ja noch aus Teamspeak raus. Das war bei mir. So, was macht das Team hier? Und, ja, oh, wenn man schon keine Hitpoints mehr hat, dann nimmt man sie sich so halt. Ja, da ist übrigens ein Panzer. Und dadurch, dass ich die Missionen auch, wie gesagt, alle so noch nie wirklich gespielt habe, kenne ich natürlich immer noch nicht so, auf was man achten muss, wo man jetzt aufpassen muss. Aber man sieht, die Mission ist auch schon beendet, also so viel Hammer gar nicht verpasst. Ich habe mich köstlich amüsiert, bin auf meine Kosten gekommen und am Ende des Tages ein Sieg mit 8200 Damage. Schau mal, wie wir uns da so im Vergleich zum Team geschlagen haben. Und am Ende des Tages kommt Folgendes zum Vorschein. Dass wir 8188 Schaden gemacht haben, 16 spät, 7 Kills. Und im Team vom Schaden, ja hallo, Platz 3, dafür, dass ich tot war. Eigentlich hätte ich hier den Platz abgreifen können. Also, da bin ich zufrieden. War doch eine feine Runde. Und es gab 167.000 netto am Ende des Tages raus. Ja, das war's mit Armored Warfare für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer PvE Alcaramba. Tschüssi!